Und hier sind wir auch wieder bei Let's Play Simon's Sorcerer 2. Wir haben das letzte Mal unser Bad voll hier an dem Typen verloren. Und Simon zieht hier auch keine Gewalt vor. Hey, da ist ja er schon wieder. Ich glaube, er möchte den Ballon. Okay, dann geben wir Ballon an. Hey, Jung. Kleiner, möchtest du den Ballon haben? Eine richtig kleine Quasselstrippe. Ich werte das als ein Ja. Nimm dich in Acht, Phileas Fogg. Okay, den kleinen. Ein Einfamilienhaus für Meeresbewohner. Haben wir jetzt seinen Luftballon wiedergegeben. Wie man sieht, den trifft man auch häufiger an. Und ein Stab. Ein Stab aus, wer hätte es gedacht, Holz. Das macht keinen großen Sinn ohne Griff. So, dann verbinden wir die beiden einfach. Und schon haben wir eine funktionierende Schaufel. Höhleneingang, großes Schild. Oh ja, das ist auch gut. Wir nehmen die Flasche. Wer zum Geier stört mich hier? Ich bin im Urlaub. Hast du nicht die Nachricht auf meinem Anrufbeantworter gehört? Keine Ruhe. Ich finde einfach keine Ruhe. Ich hätte auf meine Mutter hören sollen. Was hat deine Mutter denn gesagt? Nun, sie sagte, gehe niemals in den öffentlichen Dienst, Fred. Man wird dort nie in Frieden gelassen. Fred, hast du ein Problem damit? Nein, 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 der Name ist schon okay. Gut, nun... Kann ich dir vielleicht irgendwie helfen? Du könntest sagen, ihr habt drei Wünsche frei, Meister. Was genau ist eigentlich dein Job? Bist du ein Genie? Warum wummst du in einer Whiskyflasche? Aber komischerweise, warum Whisky? Ich meine, die steht doch rum. Warum wummst du in einer Whiskyflasche? Nun, sie ist groß und geräumig. Und außerdem ist sie voll mit Whisky. Der Traum eines jeden Flaschengeistes. Kann ich dir sonst noch irgendwie helfen? Was genau ist eigentlich dein Job? Ich bin ein Genie. Hä? Du weißt schon, ihr Wunsch ist mir Befehl und so. Du kannst meine Wünsche erfüllen? Ich könnte vielleicht. Aber leider gibt es momentan ein paar Probleme. Warum? Wie dir vielleicht schon aufgefallen ist, lebe ich zurzeit in einer Whiskyflasche. Daher habe ich nun meine fünf Sinne nicht immer ganz beisammen. Du bist sozusagen gerade mehr eine Art Genie. Whisky wäre die treffendere Wahl. Wie dem auch sei, ich übernehme keine Garantien. Also, was möchtest du? Und das ist schön, dass ich das Spiel beendet habe. Ich wünsche mir, dass ich mein Bett voll wieder habe. Tut mir leid. Ich kann leider nichts stehlen. So steht's im Genie-Handbuch geschrieben. Das ist aber armselig. So ist nun mal der Job. Sonst noch etwas? Ich wünsche mir, dass sie mit das Spiel beendet hat. Das ist... Ich wünsche mir, dass ich hiermit das Spiel beendet habe. Das wäre gemogelt. Ja und? Das kann ich nicht tun. Es wäre gegen die Vorschriften. Sonst noch etwas? Ich wünsche mir, dass meine Klamotten ab sofort der neueste Modetrend sind.
Selbst ich kann das nicht bewerkstelligen. Hab ich aber auch ein Glück. Sonst noch etwas? Oh, armer Simon. Ginny, ich wünsche mir, dass ich ein Prinz bin. Ich wünsche mir, dass du nicht ein nutzloser Ginny... Ich wünsche mir, dass du nicht so ein nutzloser Ginny wärst. Ich mache das erst seit ein paar Monaten. Ich habe noch nicht ganz den richtigen Dreh raus. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Ginny, ich wünsche mir, dass ich ein Prinz bin. Nun, ich würde dir gerne helfen, aber... Aber was? Dafür muss ich dich leider an meinen Vorgesetzten verweisen. Ich bin erst seit ein paar Monaten Ginny. Vorher war ich ein Schauspieler, weißt du. Großartig. Sonst noch etwas? Vergiss es. Ich bin momentan wunschlos glücklich. Bis dann. Okay. Das heißt, wir haben hier ein klitzekleines Problem. Der Ginny ist betrunken. Und wir müssen ihn natürlich jetzt wieder rein. Hallo? Ich spreche kein... Wow, wow. Schade. In einem anderen Spiel, nämlich, wie heißt es nochmal? Flight of the Amazon Queen. Da gibt es nämlich einen Gorilla, mit dem man reden kann und der verschwindet danach. Ah, ein dubioser Händler. Der ist auch gut. Hey! Hey Mann, wo hängt's denn? Haha, sehr lustig. Was genau machst du da? Wonach sieht es denn aus? Eingeborenenritual. Ist das ein Eingeborenenritual? So eine Art, ja. Ich werde gefoltert. Es sieht doch gar nicht so schlimm aus. Der Generator ist kaputt. Wir warten immer noch auf den Reparaturdienst vom Festland. Warum hat man dich dort festgebunden? Ich bin gerade damit dran. Hä? Was nützt eine teure Foltermaschine, wenn niemand etwas anstellt, was eine Strafe verdient? Keine Ahnung. Also, jeder ist mal mit Folter an der Reihe. Sonst wäre dieses Gerät doch reine Geldverschwendung. Ich weiß wirklich nicht, ob ich das nun zurückgeblieben oder fortschrittlich finden soll. So, benutzen wir doch einfach mal... Bewege Hebel. Okay, funktioniert. So. Typischer Fall. Der Generator kann nicht funktionieren. Es fehlt die Quelle. Gut, also müssen wir dort auf jeden Fall einen Hamster oder sowas ähnliches. Hey, Mann! Hallo! Brauchst du irgendwas, Mann? Und was? Oh, vergiss es. Merkwürdiger Typ. Ich glaube, mit dem muss man reden. Cool, Mann! Cool, Mann! Brauchst du was, Mann? Yo, was geht, Mann? Was hängt? Cool, Mann. Es geht, Mann. Es läuft so. Brauchst du was, Mann? Cool, Bruder. Hast du was schwimmen? Klar, Bruder. Tatsächlich.
Ich kann dir ein paar Kas anbieten, Mann. Kas? Koffeintabletten, Mann. Die bauen dich echt tierisch auf, Bruder. Wie viel, Mann? 3 Kiesel, Mann. Ich hab keine Kiesel. Vielleicht später, Mann. Gut, wir brauchen also 3 Kiesel, damit wir hier was kaufen können. Und eine Pfeife. Das ist auch gut. Wer möchte noch jemand an unserem Limbo-Wettbewerb teilnehmen? Entschuldigung? Möchten Sie am Wettbewerb teilnehmen? Autsch. Tut mir leid, möchten Sie teilnehmen? Was muss ich machen? Es ist ganz einfach. Sie müssen nur unter diesem Stab hindurch, ohne den Boden zu berühren. Ich muss darunter hindurch fliegen? Außer mit Ihren Füßen, selbstverständlich. Ach so, na dann. Okay, Treten Sie näher, jeder darf es hier besuchen. Was genau soll das bezwecken, bitteschön? Wir müssen auf jeden Fall hier drunter durch, 3 Kieselsteine für jeden, der 10 cm schafft. Aber ich glaube, hier ist sonst nichts mehr. 3 Kieselsteine für jeden, der 10 cm schafft. Aber ich meine, man müsste... Also die Koffeintabletten brauchen wir auf jeden Fall, das weiß ich. Aber wie kriegt man jetzt nochmal dazu? Schauen wir uns einfach mal das Schild an. Da steht Subumba Wumba. Das muss der Name dieser Insel sein. Ja, auf jeden Fall gibt es da noch, glaube ich, einen anderen Weg. Oder? Nein, nicht. Oh toll, ich baue eine Sandburg. Stimmt. Hier brauchte man ja die Schaufel. Mehrere Stunden später. Ein Meisterwerk, ohne Übertreibung. So, und dann benutzen wir nämlich das Handtuch, das fällt mir jetzt nämlich ein, mit dem Loch. Und dann benutzen wir nämlich die Muschel. Was genau soll das bezwecken, bitteschön? Manchmal verblüffe ich sogar mich selbst. So. Die Muschel geben wir nämlich jetzt... Tatsächlich passt das noch. An den Strandsammler. Besser nicht. Ich könnte es später noch gebrauchen. Nee, wartet. Man benutze die Muschel mit dem Handtuch. Genau, so war das. Und dann musste man, glaube ich, mit ihm reden. Und dann kriegt man das Ding, glaube ich, auch wieder. Hey! Da liegt eine hübsche Muschel auf der anderen Strandseite. Wirklich? Ja, du musst sie dir unbedingt ansehen. Ja, da rumhupst. Aha,
Dem hab ich's aber gezeigt. So, und damit machen wir auch hier einen Cut und sagen, bis zum nächsten Let's Play Part. Blatt SFB, meldet sich ab.